Hi Gabriel. Hi Sebastian. Schön, dass du uns ein Interview gibst und wir freuen uns auch sehr, dass du in Higurashi dabei bist und unsere Rika sprichst. Hey, hier bin ich. Hallo zusammen, ein schöner Abend heute, nicht wahr? Oh, du siehst ja toll aus! Der Kimono steht dir echt spitze, gute Wahl. Gott, wie putzig, ich würde dich am liebsten mit nach Hause nehmen. Ich kenne dich ja aus diversen Rollen. Du sprichst ja viele große Hollywood-Stimmen. Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Woher könnten wir dich denn gleich kennen? Eine meiner Lieblinge, Emma Watson, Harry Potter. Eine Weile ist es her. War so meine erste große Schauspielerin-Feststimme, die ich nach wie vor jetzt seit fast 20 Jahren sprechen darf. Und aktuell Emilia Clarke, Game of Thrones, meine absolute Lieblingsrolle, die Königin der Drachen. Und Selena Gomez spreche ich sonst. Ich find's wirklich toll, dass du etwas für deine Figur tust und der Gesundheit schadet's auch nicht. Ja, wie du schon sagtest, bist du die deutsche Stimme von Emma Watson. Bist du denn zufällig auch selber Harry Potter-Fan? Ja, also ich habe die Bücher damals alle verschlungen und ich weiß noch, allein als es hieß, ich darf zum Casting kommen, also es wurde über mehrere Runden gecastet, bin ich völlig ausgeflippt und schreiend durchs Haus gerannt. Also das war schon so ein Jackpot, so was? Die haben an mich gedacht, ich darf vorsprechen, das war Wahnsinn. Also hat mich sehr gefreut. Also ein schönes Gefühl, ein Teil dieses riesigen globalen Franchise gewesen zu sein. Absolut. Wurdest du eigentlich im Alltag schon mal aufgrund deiner Stimme erkannt? Ich habe ja jetzt nicht so die super markante Stimme und wir haben ja vor Mikrofon nochmal eine andere Haltung. Also wir sprechen ja auch ein bisschen anders, klingen ein bisschen anders und deswegen ist mir das bis jetzt noch nicht passiert. Da bin ich aber auch ganz froh drum. Also ich bin eher so im Hintergrund und das ist auch gut so. Es gibt halt Tage, an denen sich Mädchen nicht so wohl fühlen, wenn du verstehst. Sprichst du eigentlich lieber einen und denselben Charakter über viele Jahre hinweg, wie zum Beispiel die Hermine Granger in Harry Potter, oder reizt es dich mehr, möglichst viele unterschiedliche Rollen zu sprechen? Grundsätzlich finde ich natürlich schon die Abwechslung spannend an diesem Job, aber es ist auch schön, wenn man irgendwie über mehrere Staffeln oder über mehrere Filme denselben Charakter sprechen darf und sich so die Entwicklung anguckt und mitwächst. Also gerade Hermine, das ging ja über 10 Jahre mehr oder weniger und das war schon sehr spannend. Also habe ich mich jedes Jahr drauf gefreut, wie geht's jetzt weiter, was passiert mit ihr, wie hat sie sich verändert. Schon schön. Gibt es eigentlich eine Rolle, die du schon immer sprechen wolltest? Ja, auch aus dem Harry Potter-Universum, also so die Richtung Psychopathen, Bellatrix Lestrange. Also war ich natürlich damals noch viel zu jung für, aber so die Richtung Psychopathen, die Bösen, das ist halt mal was, eine andere Herausforderung. Sowas macht mir schon immer sehr viel Spaß. Auch irgendwie in The Flash, was ja auch recht aktuell ist, spreche ich Caitlin Snow und ihr alter Ego Killer Frost und das finde ich total spannend. Also wenn man dann auch mit sich selbst sprechen darf und einmal den Guten, einmal den Bösen, das ist schon cool. Das ist ja eigentlich eine gute Überleitung zu unserer Serie Higurashi. Ja. In Higurashi sprichst du ja das kleine Mädchen Rika. Wie war es für dich, als erwachsene Frau in die Rolle eines kleinen Mädchens zu schlüpfen? Und wie hast du dich darauf vorbereitet? Und wie hat dir generell deine Rolle als Rika bislang gefallen? Also ich spreche das Öfteren gerade im Anime-Bereich, eher die jungen Mädchen, habe ja auch noch eine sehr helle Stimme und ja, gerade in dem Genre, wenn es dann doch etwas heftiger zur Sache geht, kann man ja auch irgendwie schwer Kinder besetzen oder Jugendliche besetzen. Und großartig vorbereitet habe ich mich nicht. Also ich habe mir zur Vorbereitung eine Folge angeguckt, ein bisschen geguckt, in welche Richtung soll das gehen. Der Regisseur hat mir natürlich auch einiges erzählt vorher. Und was ich sehr spannend finde an der Rolle ist, dass sie ja eigentlich eine alte Seele hat, die in ihr lebt. Und du hast zwar von außen betrachtet dieses kleine Mädchen, aber zwischendurch kommen dann diese erwachsenen Sachen bei raus. Und auch am Ende der Folgen, wenn Berncastle dann auftaucht, das ist dann so ein harter Bruch. Und das finde ich total spannend und schön an der Rolle. Hast du denn noch gesehen, wie ich getanzt habe? Hast du mich angefeuert wie die anderen? Ja, klar, ich habe dich tanzen sehen. Beeindruckend. Du warst fantastisch. Du hast nicht einen Fehler gemacht. Oh. Ich war mal vor ein paar Jahren auf der Anime-Messe in Bonn. Vor ein paar Jahren ist gut. Das ist, glaube ich, 15 Jahre her.
Und ich fand es total spannend zu sehen, wie die Leute da aufblühen. Und gerade dieses Cosplay, ja, dass sie alle super verkleidet kamen und das so, ja, so leben. Und das finde ich total spannend. Grundsätzlich, wenn Leute eine Leidenschaft für etwas haben. Und ja, ich finde das spannend und nehme mir überall meine Sachen mal raus und bin immer offen für Neues. Und ja, bin dann doch immer wieder erstaunt, was so möglich ist. Du hast ja auch vereinzelt schon in South Park die Rolle des Kenny gesprochen. Da wollte ich dir sagen, wo hast denn das her? Das war nicht ich! Nee? Das ist Sabine Bullmann, das ist die Lisa Simpson. Die spricht Kenny. Tut mir wirklich leid, ich hätte gern mit euch gespielt. Aber dafür werde ich mich umso mehr anstrengen, okay? Mhm. Wir drücken dir jedenfalls beide Daumen, Rika. Ich habe Britney Spears mal in South Park gesprochen. Die hatte da so einen Cameo-Auftritt. Also da wird ihr eigentlich relativ schnell das Hirn weggeschossen, also der Kopf weggeschossen. Und dann hatte sie nur noch so Laute von sich gegeben. Aber Kenny habe ich nicht gesprochen. Nee, sorry. Aber nicht schlecht. Ja, vor allem habe ich ihre kleine Schwester in der Serie jahrelang gesprochen. Also das war ganz witzig. Jamelyn Spears, die hat ja eine eigene Serie gehabt, das hieß Zoe 101. Das ging über 3-4 Jahre. Die habe ich eben immer gesprochen. Und danach kam eben ein Gastauftritt von Britney Spears in South Park vor. Und ja, das war eine lustige Rolle. Glaube ich. Ich war voll verliebt in Britney Spears. Oh, Ben, ich hatte mein ganzes Zimmer tapeziert mit ihren Postern. Ob er sich verlaufen hat, das ist mir auch mal passiert, ist aber schon lange her. Oh, das klingt so romantisch. Komm mit, ich will dich mit nach Hause nehmen. Viele unserer Fans interessieren sich sehr für das Synchronsprechen. Jedoch ist dies ja ein Job, in dem es nur sehr schwer ist, reinzukommen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Synchronsprecherin zu werden? Mein Vater war früher am Theater tätig und ich habe dort über eine Bekannte von ihm mit Lesungen angefangen am Theater. Da war ich 8 Jahre alt. Und habe den kleinen Prinzen gelesen. Und das war sehr schön. Also ich saß so auf dem Flügel drauf, das Ganze wurde begleitet von Musik und das war so eine kreative Lesung. Und da hatte ich dann auch Bühnenunterricht erhalten von der Dame, der das Theater gehörte. Also gerade was Artikulation angeht und Dialekt, weil ich auf dem Dorf aufgewachsen bin und noch ziemlich rumgebeiert habe. Das musste sie mir erstmal austreiben. Und ja, also ich komme quasi vom Theater und dann hat mich die Besitzerin des Theaters mal mitgenommen zum Synchron, weil sie auch Dialogregisseurin ist und meinte, jetzt probieren wir dich mal im Kinderensemble aus. Da war ich irgendwie eins von mehreren Kindern auf dem Spielplatz und da haben sie halt geguckt, wie das so mit mir ist vor dem Mikrofon und ob ich irgendwie schüchtern bin oder ob ich aus mir rausgehen kann. Und ja, jetzt mache ich das seit 22 Jahren. Ich wollte dir nur schnell gratulieren, weil du so klasse bist. Bravo, bravissimo, echt stark. Ich wünsche allen Fans von Higurashi viel Spaß mit der aktuellen Staffel. Ich hoffe, Ihnen hat meine Interpretation der Rika gefallen und ja, seid gespannt, es passiert viel. Danke. Mega gut.